Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cryo 4. Mir ist aufgefallen, dass das Spiel sehr stark ruckelt. Es sollte in der nächsten Folge wieder besser sein. Jedenfalls sind wir jetzt halt hier und ich traue diesem Haus echt überhaupt nicht. Wo waren wir eigentlich? Oh, kommt jetzt halt jemand? Nein? Müllkind? Müllkind! Ah, hallo du. Na, wie geht's? Na, wie geht's? Na, wie geht's? Au! Na, wie geht's? Ich habe gefragt, wie es dir geht und nicht, kannst du mich mal schön stechen? Sieht aus, als wäre es von der anderen Seite verschlossen. Ja, okay, wir müssen da sowieso nicht hin. Können wir hier rein? Nein, die Tür bewegt sich nicht. Können wir hier rein? Nein? Na gut, dann da. Die Tür bewegt sich nicht, die Tür bewegt sich nicht. Ich fühle mich hier nicht wohl. Ich fühle mich hier nicht wohl. Ich fühle mich im ganzen Haus nicht wohl. Oh. Meine geheime Notiz Nummer 2. Die kleinen Kinder waren so süß. Sie sehen so entzückend aus. Ich will es einfach nur anfassen. Entschuldigung, meine Stimme ist wieder gerade. Aber dann kreuzen die Eltern auf. Deshalb muss ich sie töten. Meine geheimen Notizen, was soll? Oh, das habe ich jetzt nicht gut gemacht. Das kann ich eigentlich besser. Aber mein Hals tut weh. Also, die Tür bewegt sich nicht. Das ist ein Fernseher. Sehr schön. Das ist eine Tür. Gut. Und jetzt. Oh, ja. Das ist jetzt ein bisschen peinlich. Also, ich nehme mal das Zeug und dann. Oh nein, die Tür ist verschlossen. Was? Jemand hat es verschlossen? Ja, das ist jetzt peinlich. Also, was soll ich sagen? Das ist. Also, das ist nicht meine Wohnung unbedingt, aber. Das ist jetzt wirklich sehr privat. Das ist, wisst ihr, Mülleimer hat da auch so ein. Oh. Ja, okay. Seht ihr, jetzt ist er beleidigt. Jetzt, wo ich gesagt habe. Ja, darf ich jetzt gehen? Nein? Okay. Ja, da seht ihr, jetzt, wo ich verraten habe, wo Mülleimer wohnt, ist er beleidigt. Ja. Oh, jetzt kann ich raus. Kinder? Was bist du? Au! Was hast du? Oh. Ich wurde gestochen. Sehr schön. Okay, Müllermann ist sauer auf mich. Ja, jetzt ist jetzt eh egal. Ich habe meinen Satz nicht beendet. Hier wohnt Mülleimer. Das kann nicht in diesem Apartment, nein, im ganzen Haus. Das ist. Und Mülleimer hat auch einen Schlüssel für seinen Nachbarn, weil es ist nicht sein Nachbar. Das ganze Haus gehört ja ihm. Also ist ja klar, dass er alle Schlüssel hat. Ja. Ich werde jetzt nicht weiter drüber reden, sonst kriege ich höchstwahrscheinlich noch mehr Ärger. Ah, ein Mülleimer. Na, wie geht's? Ja, wir sind die besten Freunde, nicht wahr? Okay, doch nicht. Ja, schön. Es tut mir doch leid. Stopp, Kind. Okay, es tut mir doch leid, ich wollte dich nicht wütend machen. Ich. Nein, ich hab's nicht gewollt. Na gut. Wahre Freunde streiten sich. Ist einfach so. Ist da jemand unterm Bett? Ich habe keine Ahnung, ich sehe nichts. Da ist doch jemand unterm Bett. Ja, und da ist Hallo, da jemand unterm Bett. Na, wie geht's dir denn so? Es freut mich sehr, dich kennenzulernen. Oh. Na, das war ein kurzes Gespräch. Okay. Das ist eine Tür, die sich nicht bewegt und ein Müllkind. Und ein Müllkind. Hallo, Müllkind. Au! Sag mal, geht's noch? Müllkind. Tschüss, Müllkind. Ich mag die Glatze von den Müllkindern nicht. Weil es ist eine Glatze, aber auch irgendwie nicht eine Glatze, weil die haben da noch irgendwas. Oh, Spritze, sehr schön. Und wo geht's jetzt weiter? Ich glaube, ich muss nochmal in die Küche, oder? Ja, ich muss nochmal in die Küche und was triggern. Okay, das ist jetzt ein bisschen peinlich. Hä? Ein Geräusch. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Oh nein, ein Wand. Ein Loch in der Wand, nicht ein Wand in der Loch. So, komm schon, Simon, geh da durch. Das ist doch eines deiner leichtesten Übungen. Jetzt komm schon. Ah, da ist etwas an der Decke. Ja, schön, ich nehme trotzdem erstmal das. Und jetzt gucke ich die Decke an. Oh, eine Leiche. Ist das eine Leiche? Der Gestank ist ja fürchterlich. Er hat eine Waffe. Ich sollte die vermutlich besser mitnehmen. Boink. Schlüssel. Grab. Nimm. Okay. Wir haben einen Schlüssel bekommen. Sehr schön. Und eine Knarre. Aber viel wichtiger ist der Schlüssel. So, und wenn wir eine Knarre bekommen haben, heißt es, wir werden sie brauchen. Du hast das Schloss aufgesperrt. Freut mich das? Will ich ein Schloss aufgesperrt haben? Oh, hier sind wir, okay. Und jetzt kommt irgendwas Gemeines. Wir haben eine Knarre gekriegt. Nein?
Okay. Dann gehen wir hier hin. Ja, das ist verschlossen, aber nicht mehr lange. Denn wir haben einen Schlüssel und es ist nicht mehr verschlossen. So. Oh Gott, was seid denn? Au! Ach ja, stimmt, ihr seid diese... Ah, es kann Treppen steigen. Ihr seid diese Teile. Und es kann Treppen steigen. Ich brauche noch einen Namen für euch. Ich habe keinen Namen für euch. Ich habe solche Wasserköpfe. Vielleicht nenne ich euch Wasserköpfe. Nee. Weil ihre Köpfe erinnern mich aus irgendeinem Grund an eine Wassermelone. Hallo, ist jemand hier oben? Nein. Gut. Meine geheime Notiz Nummer 3. Also, weil ich ein paar Kinder umbringen muss, habe ich den Lift in der Halle festgesetzt. Nur das Personal mit einem Geheimcode hat Zugriff. Ich schätze, kein Kind wird's herausfinden. Die werden einfach die Stufen nehmen. Meine geheime Notiz Nummer 3. Ja, okay. Heute kann ich nicht so gut vorlesen. Ich bin wirklich... So, eine Tür, durch die wir nicht dürfen. Eine Tür, die sich nicht bewegt. Können wir hier entlang? Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt erstmal die Treppen hoch. Immer erst gucken, was oben ist. Will ich überhaupt oben sein? Bestimmt nicht. Aber ich gehe trotzdem hoch. Und da steht doch jemand, oder? Ja, ein Müllkind. Und stirb. Ist es tot? Oh ja, ich hab's erschossen. Kann ich mitbekommen. So schnell ging das. Okay, also. Hier ist ein Code. Irgendwelche Nummern? Nein, natürlich. Natürlich gehen irgendwelche Nummern nicht. Ich brauche was Richtiges. Ich brauche den richtigen Stoff. Okay, Entschuldigung. Gut, dann... Da wir nicht durch diese Tür können, auch wenn mir irgendwas sagt, dass wir irgendwann mal da durch müssen. Mit dieser wunderschönen abgeschnittenen Kette. Warte, hier, jetzt seht ihr es. Da, schön abgeschnitten. Ich habe vergessen, was ich gerade gesagt habe. Genau, wo müssen wir hin? Wir waren ja schon im dritten Stock. Aber ich glaube, wir müssen nochmal in den dritten Stock. Oder? Oder müssen wir in den ersten? Also ins Erdgeschoss. Ich glaube, wir müssen ins Erdgeschoss. In den ersten. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Soll ich erster Stock sagen oder Erdgeschoss? Weil ich weiß ja nicht, ob das erste Stock ist oder das Erdgeschoss. Aber ich glaube, das ist das Erdgeschoss. Ach, egal. Weil danach kommt der Keller im Spiel. Also muss das Erdgeschoss sein. Und warum ist es hier so dunkel? Das ist natürlich das einzige Stockwerk... Tür funktioniert nicht zum Glück. Das einzige Stockwerk, wo kein Licht funktioniert. Oh, natürlich funktioniert diese Tür aber. Hier stimmt irgendwas nicht. Hier ist jemand. Hier ist jemand. Ich höre es doch. Kacke. Wie locke ich den jetzt? Hallo, Mülleimer. Kannst du deinen Kumpel sagen, er soll mal um die Ecke kommen? Hallo. Ja, du bist wunderschön tot. Gut. Danke, Mülleimer. Du hast genau gar nichts gemacht. Das Radio ist von selbst angegangen. Ich dachte schon, von wo kommt jetzt die Musik? Na schön. Oh, wir können hier speichern. Und ist auch irgendwo noch eine Spritze? Ja, da war die Spritze. Hey, das ist doch wie Weihnachten. Nein, ich feiere nicht so Weihnachten. Das muss ich immer dazu sagen, weil es gibt tatsächlich ein paar Leute, die dann denken, dass ich so Weihnachten feiere. Mit einem Tonbandgerät und einer Spritze. Licht ist noch an, ja. Gut. Ich denke gerade nach. Aber ich weiß nicht, worüber ich nachdenke, also gehen wir jetzt einfach mal wieder. Natürlich ein Müllkind. Und es ist tot. Kommt noch ein weiteres? Ja? Nein? Vielleicht? Gut. Dann nehmen wir jetzt den Aufzug, was wenig Sinn macht. Ich dachte, der würde irgendwo feststecken oder ist das ein anderer? Ach, keine Ahnung. Wir machen es jetzt einfach. Wir ziehen das jetzt durch. Oh, das hat mich immer sehr aufgeregt. Ich weiß nicht, wie es... Also ich fahre nicht mehr Aufzüge, sondern nehme nur noch Treppen. Und ich weiß noch früher, wenn ich mit dem Aufzug gefahren bin und es ist irgendwo stehen geblieben, bei solchen alten Aufzügen, dann hat es immer dieses ganz hohe Ding gemacht. Und schaut euch mal diese Badewanne an. Ich weiß nicht... Was sollte ich jetzt sagen? Die Badewanne hat mich irritiert. Egal, ich lese das jetzt vor. Das letzte war echt gut. Ein Genuss umzubringen. Leicht mit einem Messer zu schneiden. Wie Essen. Meine geheime Notiz Nummer 4. Okay. Was soll ich sagen? Genau, die Badewanne hat mich irritiert, weil ich nicht weiß, wie man bitte schon eine Badewanne hier hochschleppen kann. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist, sind die hier drin? Wie? Im Feuerlöscher? Glaube ich nicht. Ich weiß nicht, wie es in den modernen Aufzügen ist, aber in den alten... Ah, hi Mülleimer. In den alten hat es immer Ding gemacht und ich habe das so gehasst. Okay.
Jetzt halt zurück zum Spiel. Ich war gerade sehr irritiert. Und das ist eine sehr hässliche Tapete. Huch. Oh. Oh nein. Hat er sich das selbst angetan? Da liegt ein Schlüssel in der Badewanne. Der und. Oh, natürlich. Wir haben den Kellerschlüssel bekommen. Ja, natürlich. Sehe ich so aus, als ob ich in den Keller wollen würde? Oh, wir können speichern. Aber sehe ich so aus, als ob ich in den Keller wollen würde? Ich will nämlich nicht in den Keller. Das ist das Letzte, was ich tun würde. Vielleicht kann ich hier runterklettern. Warum willst du schon wieder klettern? Benutze doch mal zur Abwechslung die Treppe. Das würde dir echt gut tun. Hä? Oh! Oh! Hi! Ja. Können wir uns darauf einigen, dass wir sie jetzt Alice nennen? Denn sie erinnert mich an eine Alice. Ja. Und jetzt tue ich nochmal speichern. Also, das ist Alice. Das war Alice. Okay. Ich wünschte, ich könnte mich auch spontan auflösen. Und natürlich, in dem Raum, wo sie war, gibt es eine Menge Kugeln und ein Seil. Natürlich. So funktioniert es. Und das Seil platzieren wir jetzt halt hier. Warum müssen wir das Seil benutzen? Im Ernst, warum will er die ganze Zeit klettern? Er ist auf diesem komischen Baugerüst und jetzt hat mit einem Seil, anstatt mal die Treppe zu verwenden. Ach warte, er weiß ja nicht, was eine Treppe ist. Okay, hier ist doch wieder irgendwas. Jetzt hat, wo Alice durch die Tür gesprungen ist, habe ich Angst, dass sie überall herausspringt. Ah, Kugeln. Gut, meine Nase juckt. Ah, na, oh, okay. Die ist nicht aus einer Tür rausgesprungen, die hat einfach in der Küche gewartet, bis wir kommen. Das ist auch sehr nett. Ah, wieder Kugeln. Und das ist das Zimmer mit den meisten Coca-Cola-Flaschen und Bratpfannen, das ich hier gesehen habe. Oh, Ladebildschirm. Ich habe schon lange nicht mehr gesagt. Hi. Du bist jetzt tot. Okay. Okay. Munition! Ich will die Munition. Was zur? Die waren da vorne nicht da? Ja, ich weiß, aber ich will die Munition. Jetzt greif da doch mal durch. Deine Arme sind nicht so dick. Na gut. Oh nein, jemand macht daraus bestimmt ein Zitat. Ist es dunkel? Ja, es ist dunkel. Wir gehen jetzt einfach da rein und tun so, als wäre nie was passiert. Ladebildschirm. Jetzt ist bestimmt. Warum bin ich wieder rausgegangen? Na, keine Ahnung. Ach stimmt, wir wollten ja in den Keller und nicht in irgendwelche Zimmer rein. Okay. Ich verstehe es, aber ich kann den Aufzug nicht verwenden. Ich bin verwirrt. Na gut. Mülleimer, bist du immer noch sauer auf mich? Ich weiß es nicht, aber ich darf speichern, also ist er höchstwahrscheinlich nicht mehr sauer auf mich. Hoffe ich mal. Glaube ich mal. Hallo? In diesem Raum ist wohl niemand. Hallo? Okay, doch, da ist jemand. Hi. Und sie ist tot. Tja, ich wusste gar nicht, dass Müll immer Besuch von Alice hat. Ja, dann. Oh, ich sehe da durch ein Fenster jemand. Ja, hi. Kann ich dich durch ein Fenster schießen? Nein, kann ich nicht. Ach, na gut. Dann. Hi. Hey, ich hab dich doch getötet. Also echt, dieses Mädchen. Verträgt sie einfach mal so vier Kugeln. Schäm dich. Die darf keine vier Kugeln vertragen. Okay, da sind wir mal wieder hier. Dann gehen wir jetzt nach oben. Oder auch nicht. Na gut, ich kann nicht nach unten. Ich muss jetzt nach oben. Aber ich kann doch nicht ins vierte Stockwerk. Ich möchte doch jetzt. Ich war doch schon im vierten Stockwerk. Ich möchte in den Keller. Aber dazu muss ich ins zweite Stockwerk. Oh, das ist so irritierend. Neben mir ist was. Ja. Hi, Alice. Und ich habe da voll daneben geschossen. Seht ihr dieses Loch in der Wand? Ich habe da richtig daneben geschossen. Für meine männlichen Zuschauer. Ja, das muss ich auch mal machen. Ist das nicht ein total geiler Stift? Ich weiß. Ja, alles für meine männlichen Zuschauer. Zack, bumm, 30 Zuschauer weniger. Nee, Spaß. Nein, eigentlich kein Spaß. Ich glaube, ich habe. Egal. Tschüss, Alice.
Such dir einen Job, sagt die Richtige, ich weiß. Ja, was zur? Ja, die waren wirklich noch nicht davor da. Komm, gehen wir mal durch diese wunderschöne Tür, durch die jeder durchgehen würde, der ein normal funktionierendes Gehirn hat. Oh, die Leiche ist weg. Nein, die haben Manfred mitgenommen. Und Manfred ist mein Goldfisch. Also, die Geschichte muss ich erklären. In der 6. Klasse musste ich meinen Goldfisch in die Schule mitbringen. Und ich habe ja viele Koi und Goldfische. Hatte ich schon immer, mein ganzes Leben lang. Und in der 6. Klasse, boah, das ist ewig her, musste ich dann. Ah, ihr seht, mir waren der zwischen den Folgen langweilig. Also, ihr seht, womit ich mich beschäftigt habe. Jedenfalls in der 6. Klasse musste ich dann einen Goldfisch mitbringen. Und seitdem, also dann wurde ich gefragt, wie er heißt, dann habe ich spontan Manfred gesagt. Und seitdem habe ich immer, wenn es Goldfische gibt, mindestens einen Goldfisch, der Manfred heißt. Oh Gott, das ist schon so viele Jahre her. Verdammt, ich bin alt. Hi, Mülleimer. Oh, hi, Alice. Du, Mülleimer ist gerade, ja, beleidigt. Ja, du bist beleidigt. Gut. Du bist beleidigt. Okay. Ansonsten gibt es keine Alice mehr hier. Nein, sieht nicht so aus. Und da können wir nicht durch, also gehen wir einfach mal hier hin. Toll, jetzt denke ich die ganze Zeit daran, wie alt ich bin. Und wie schnell ich so alt wurde, verdammt. Also, manche Leute sagen, oh, da kann Treppen steigen, oh, da kann Treppen steigen. Manche, okay. Für dich brauche ich jetzt auch einen Namen, oder? Wir nennen ihn Jeff. Das war auch gerade spontan, genau wie Manfred. Manche Leute sagen, es dauert ewig, bis Zeit vergeht, aber wenn man mal so richtig drüber nachdenkt, geht es eigentlich echt schnell. Und jetzt gucken wir uns mal Jeff an. Oder auch nicht. Ich kann, also, okay. Tschüss, Jeff. Vielleicht finde ich noch einen besseren Namen für dich, weil ich will ihn aus irgendeinem Grund nicht Jeff nennen. Aber andererseits will ich ihn doch Jeff nennen. Aber nur wenige von euch verstehen die Anspielung. Mit den schwarzen Haaren, der weißen Haut und den blutverschmierten weißen Sachen. Ja, sehr wenige verstehen die Anspielung. Alle, die sie verstehen, kriegen einen Keks. Also ich werde mir dann die Mühe machen, irgendwie mit Punkt und Strich und Komma einen Keks in den Kommentaren zu machen. Ja, natürlich können wir den Aufzug nicht rufen. Und jetzt können wir hier hin. Ah, ja, natürlich. Weil da hinten ein kleines Loch ist und Wasser, ist gleich hier auch Wasser. Im Erdgeschoss. Klar, so funktioniert das. Die Tür bewegt sich zum Glück nicht. Ich werde jetzt mal nicht an der Logik zweifeln. Oh, und die Tür hat sich geöffnet und hinter mir ist eine Alice. Natürlich. Ja, klar. Wie funktioniert. Danke, Alice, dass du gestorben bist. Warum bedanke ich mich dafür, dass jemand stirbt? Egal. Kann mir mal einer erklären, wie das funktioniert, dass, wenn sich vor mir eine Tür öffnet, hinter mir jemand kommt und vor mir dann nichts ist? Ich weiß nämlich nicht, wie das funktioniert. Gut, egal. Wir müssen in den Keller. Weil wir den Kellerschlüssel haben und wir haben nichts Besseres zu tun. Denn der Typ, der unsere Hilfe brauchte und wir gar nicht kannten, weswegen ich nicht weiß, warum wir ihnen überhaupt geholfen haben, ist tot. Okay. Das ist sehr interessantes Glas. Aber das ist auch etwas, das ich wirklich nicht verstehe. Wir sind in einer Stadt, die wir nicht kennen. Automatisch kennen wir auch niemanden in dieser Stadt. Dann schreibt uns ein Wildfremder. Wir fragen nicht mal, warum er unsere Nummer hat. Nein, wir gehen einfach und helfen ihm. Der ist tot. Wir nehmen den Kellerschlüssel und gehen dann in den Keller, anstatt das Haus zu verlassen. Hallo, Simon, du kletterst doch so gern. Geht aus dem Fenster raus und dann hau ab. Egal, speichern. Ich will nicht an der Logik des Spiels zweifeln, aber ich tue es trotzdem. Diese schwere Entscheidung. Links oder rechts, links oder rechts, links oder rechts. Rechts. Eine doch nicht so schwere Entscheidung. Gut, Schlüssel und los. Oh, Munition. Ich mag es, wenn mir an mir Blei schenkt, dass ich dann in deine Kopf stoßen kann. Ah, Cryo 4. Spiel der sinnlosen Flure. Okay, hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist nichts. Oh, doch. Da ist ein. Ist das jetzt ein Kerl oder eine Frau? Ich bin mir nicht sicher. Ich muss jetzt mir einen Namen überlegen. Ist ja was? Nein. Einen Namen überlegen für einen Kerl oder eine Frau? Ich sage jetzt einfach mal, das ist ein Kerl und den nennen wir Fred. Ja, das ist Fred. Und zwar Metal Fred. Und alle, die Metal hören, tut mir leid. Seid bitte nicht beleidigt. Ich höre auch Metal-Musik. Oh, Metal Fred hat sich aufgelöst. Vielleicht finden wir später einen besseren Namen, aber bis jetzt, fürs Erste ist das Metal Fred.
Hier gibt es viele Metal Freaks. Gut. Hi du und tschüss. Das ist auch etwas, das viele nicht von mir erwarten, dass ich halt Metal höre. Das glauben mir viele nicht, was ich echt nicht verstehe. Ah, Cry of Fear, das Spiel der sinnlosen Flure. Na gut, ihr könnt das jetzt schwer beurteilen, weil ihr mir ja nur meinen Charakter und meine Stimme kennt. Und nicht mein Aussehen. Wobei, ihr habt schon ziemlich viel von mir gesehen. Egal, ich nehme die Spritze mit. Ist es übrigens normal, dass ich keinen Kommentar zu diesem Keller gebe? Ich finde den Keller nämlich ziemlich normal. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade gesagt habe. Oh, Müllkind. Tschüss, Müllkind. Liegt da hinten was? Ja, Moni. Mitnehmen. Und ansonsten gibt's ja nichts. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade tue, was ich sage. Ich habe das Schloss aufgesperrt. Cool. Ich bin müde, es ist spät. Mein Hals tut weh. Ich sollte eigentlich ins Bett gehen. Irgendwann mal. Vielleicht, wenn ich Bock habe. Aber ich habe nicht Bock. Wenn ich anfange, wirres Zeug zu reden, sagt einfach ja. So wie immer. Wir haben doch schon extra so ein Sommerferien-Camp aufgemacht, damit ihr lernt, ja zu sagen, wenn ich Mist labere. Oder irgendwelches irritierendes Zeug. Wir müssen nochmal durch das tolle erste Stock, Erdgeschoss. Ich bin einmal noch irritiert. Ich brauchte eure Hilfe. Fürs Bananenschälen. Ja, ich sollte wirklich danach ins Bett gehen, nach dieser Aufnahme. Die Tür ist immer noch kaputt, ja. Wie konntet ihr nur dieser Tür wehtun? Mülleimer muss sie jetzt reparieren. Was nicht schlimm ist, aber wie könnt ihr nur? Okay, ich brauche dringend Hilfe. Oder auch nicht, eure Entscheidung. Gehe ich jetzt in den zweiten Stock rein? Ja, ich gehe in den zweiten Stock rein. Rechts. Ist hier jemand? Nein, links, nicht rechts. Links ist jemand, oder? Bestimmt. Ich habe was gehört. Hier irgendwo ist eine Alice. Ich habe Metall gehört. Da ist eine Alice. Ich kann die Tür nicht öffnen. Das sagt nicht mal, die bewegt sich nicht. Ja, da ist die Alice. Wusste ich es doch. Ich habe sie gehört. Und außerdem war die Tür seltsam. So, und jetzt sind wir wieder in Mülleimers Wohnung. Beziehungsweise, wir sind ja immer noch in Mülleimers Haus. Also, Mülleimer, du musst mal deinen Müll wegräumen. Und ich spreche von der Alice. Ja, hat sie nicht gesagt. Doch, habe ich. Gut, wir schauen uns noch das Video an. Worüber rede ich eigentlich die ganze Zeit? Ich habe keine Ahnung. Oh. Okay, ich möchte mal zu diesem Video was sagen. Egal wie viele Muskeln du hast und egal was für eine große Schere du hast, wenn du jemanden den Kopf abschneidest, dann geht das nicht mit so einer ganz einfachen Handbewegung. Da musst du schon ein bisschen hin und wieder mehrmals draufdrücken. Und was, woher ich das weiß? Das ist nur so eine Vermutung, weil der Hals ja so dick ist. Also, ja. Auf jeden Fall. Die Tür bewegt sich nicht, ja. Okay, wir gehen jetzt einfach. Und ich muss jetzt irgendeinen Ort zum Speichern finden, damit ich die Folge beenden kann. Ich muss schnell einen Ort zum Speichern finden. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit. Dramatische Musik bitte hier einfügen. Ihr habt keine dramatische Musik? Ich auch nicht. Egal, wir haben den Code, was war es nochmal? 6679. Ich glaube, das war's hier. Was? Ja, ich weiß auch nicht. Ding. Oh,
Jetzt, oh, warum habe ich euch die Geschichte erzählt? Jetzt habe ich wieder die Erinnerung im Kopf. Oh, das war furchtbar. Bei meinem Kinderarzt ist es, glaube ich, gewesen. Was zum Teufel? Wo bin ich hier? Ja, ich habe keine Ahnung, Simon. Das war bei meinem Kinderarzt, genau, dieser alte Aufzug. Oh, Erinnerungen. Sachen, an die ich mich nicht erinnern wollte. Okay. Irgendwas sagt mir, wir kommen zu unserem ersten Bosskampf, weil wir kriegen ziemlich viel Munition. Weit und breit sind keine Gegner. Und außerdem sieht dieses Treppenhaus nicht mehr ganz so normal aus. Das hat sich gereimt. Ich stelle mir auch die Frage, wozu gibt es diese Gitterstäbe, wenn die Türen sowieso bestimmt sich nicht bewegen? Also, ist es, damit wir uns schneller fortbewegen, oder ich weiß es nicht. Die machen für mich jetzt gerade relativ wenig Sinn. Und wenn sie nur zur Deko sind, dann hätte man sie doch nicht so random einfach überall platzieren müssen, oder? Zeug, das ich nicht verstehe. Noch mehr Munition. Das ist gut. Und schlecht. Wir haben demnächst unseren ersten Bosskampf. Das war's schon. Wir sind unten. Wir haben gleich unseren Bosskampf. Wir sollten... Aha, speichern. Gut. Dann haben wir in der nächsten Folge unseren ersten Bosskampf. Und ich verabschiede mich jetzt. Tschüss.